Hier ist Hamburg 1. Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparadenshow. Mit dem Ellen, unserem Ellen. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Ellen, unserem Ellenmann. Heute aus dem Möbelhaus Schulenburg. Und wir können beide auch singen. Möbel Schulenburg. Schulenburg ist ja richtig was los, ausverkauft hier im Café. Und ich begrüße den Verkaufsdirektor, herzlich willkommen, Wolfgang Knopp. Guten Tag, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, freuen uns, dass du wieder da bist. Und es geht heute natürlich um etwas richtig Schönes, und zwar genauer gesagt, wir haben etwas mit dem HSV zu tun heute, ne? Ja, wir werden ein Spiel organisieren für den guten Zweck, nämlich für die Überlebenden der Katastrophe in Südostasien gegen die HSV-Traditionsmannschaft am 24.04. um 11 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen. Nach Pinneberg zu kommen, ne? Richtig, in Pinneberg, SC Pinneberg an der Rahe. Da sprechen wir später nochmal drauf, kommen wir nochmal drauf zurück, wollte ich sagen. Eines müssen wir noch verraten, ihr seid ausgezeichnet worden, da kommen wir zwar auch später noch drauf zu sprechen, nur ganz kurz für die Fernsehzuschauer, was passiert da? Ja, wir sind gewählt worden zu einem kunden- und serviceorientierten Möbelhaus bundesweit. 8 Gewinner, einer davon sind wir, darauf sind wir sehr stolz. Ihr seht auch richtig gut aus, ne? Ja, bis auf mich, danke. Ja, das hast du jetzt gesagt. Wolfgang Knopp, der Verkaufsdirektor hier von Möbel Schulenburg. So viel Zeit muss sein. Und wir sagen eines, in der letzten Sendung, genauer gesagt in der Dezember-Sendung, sind Sie sozusagen gleich hochgeschossen auf Platz 3. Auf Platz 3, 013-78-66-67 plus die Endziffern, die können Sie heute auch wieder wählen. Tolle Preise gewinnen von Schulenburg. Übrigens gibt es auch Gutscheine zu gewinnen. Hier sind Sie, Platz 3 aus der Januar-Sendung. Viel Spaß, Oliver Maria Lenzi, Engel der Nacht. Bitteschön. Schlaflos gemacht, hab ich es wieder. Engel der Nacht, du hast
2 kommen, möchte ich Ihnen einen Hinweis geben. Wir sind vom 13. bis zum 15. Mai auf der Horner Rennbahn. 3 tolle Tage auf der Horner Rennbahn, genauer gesagt auf der Haupttribüne. Und es gibt Karten für 25 Euro. Und jetzt kommt der Klopfer. Heute Abend gibt es die Karten für ganze 10 Euro. Die Aktion läuft schon ein bisschen länger, wird demnächst enden. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei. 10 Euro die Karte heute Abend, wenn Sie anrufen unter 728-1700. Und wir zeigen Ihnen jetzt schon mal die Bilder von der Horner Rennbahn vom letzten Jahr. Unter der Leitung des Bezirksamtsleiters Markus Schreiber gab es diese Bilder. Schauen Sie doch mal rein. Lucia, mein Engel, ich will nur dich. Lucia, du Teufel, muss mir das passieren. Lucia, mein Engel, ich will nur dich. Lucia, du Teufel, dich niemals verlieren. Der Barmann heißt immer noch Bob und zuhören ist noch immer sein Job. Ich laber ihn voll und ich nenne ihn Paul und er denkt, ich hau dem gleich einen aufs Maul. Angedröhnt am Tresen stehen und die Welt verkehrt umsehen. Angedröhnt am Tresen träumen und bloß keinen Drink versäumen. Angedröhnt schon weit zurück, da kommt sie heim, mein großes Glück. Und ich begrüße ihn recht herzlich, den Bezirksamtsleiter, Herrn Schreiber von Hamburg-Mitte. Herzlich willkommen, Sie heute auch im Cowboy-Outfit. Sie sind der Bezirksamtsleiter und Sie haben die Schirmerschaft für dieses Fest übernommen, weil Sie sagen, 7 Jahre Country, das gehört zu Hamburg, ne? Ja, und nicht nur zu Hamburg, sondern auch in den Hamburger Osten, nach Horn und Billstedt. Das ist das Besondere. Hey! Und es freut uns ganz besonders, dass Sie die Schirmherrschaft übernommen haben, weil mit Country Music, da tun sich viele, viele Politiker und viele Leute, die in einem hohen, ja, ich sag mal, in einem hohen Amt sind, ein bisschen schwierig und sagen, Oldie Music, Country Music, wir wollen immer nur die Staatsoper unterstützen. Sie sind ein volksnaher Typ, dass Sie gesagt haben, ich unterstütze das, ich finde das gut. Ja, man sieht doch, dass das Tausenden von Menschen Spaß bringt und dafür sind wir ja da, dass wir denen das ermöglichen, dass Tausende von Menschen Spaß haben. Super. Bis wir uns wiedersehen, und so soll es bleiben, bis wir uns wiedersehen, wenn wir bei Country Music fest zusammen stehen, wenn bei Honky Tonk die Ladies zittern, wenn Gitarren blühen wie bei Gewittern. Ja, so soll es bleiben, bis wir uns wiedersehen. Das waren Sie, unsere Bilder von der Horner Rennbahn vom 13. bis zum 15. Mai. Ist es soweit? Rufen Sie heute Abend an, denn die Aktion endet bald unter 728-1700. Wenn Sie das Wochenendticket für 3 Tage für nur ganze 10 Euro bestellen möchten, dann seien Sie dabei, fragen Sie Ihre Freunde und Verwandte. Weit über 1800 Gäste sind jetzt schon dabei und die Tür füllt und füllt sich. 4,5 kriegen wir auf, also ein bisschen Luft haben wir noch. Aber die Aktion läuft aus, also Geld sparen, ganz, ganz wichtig. Wir machen weiter bei uns auf der Bühne hier. Mit wem eigentlich? Ich würde sagen, ich gebe Ihnen mal einen Vorgeschmack auf die Horner Rennbahn, denn dieser Sound ist da garantiert geboten. Kann lieber alles verzeihen, die deutsche Version von Telly Savalas und den Titel kennen Sie garantiert. Ein Kaffee, der Toast
verbrannt. Was da fehlt, ist eine Hand. Ich weiß jetzt, ich komm ohne dich nicht aus. Komm doch nach Haus. Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was unzertrennlich schien? Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was unzertrennlich schien? Jede Nacht ohne dich schlaf ich schlecht und quäle mich. Du weißt doch, du bist ein Stück von mir. Dein Platz ist hier. Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was unzertrennlich schien? Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was unzertrennlich schien? Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was unzertrennlich schien? Kann Liebe alles verzeihen? Die deutsche Version von Sandro Gnaz, von Teddy Zavallas, damals ein richtig großer Erfolg. Und auf der Horner Rennbahn geht dieser Sound natürlich auch richtig zu Herzen. Und die nächste Gruppe, die wird auch mit dabei sein. Wenn Sie Lust haben, können Sie noch Karten ordern unter 728-1700. Falls Sie nicht durchkommen, probieren Sie es noch einmal. Die Telefone sind alle überlastet, aber immer noch probieren. Bis 21 Uhr können Sie anrufen. Wie gesagt, die Aktion endet ja bald. Und mitmachen 728-1700 für die Horner Rennbahn, da ist richtig was los. Meine Showgirls sind auch gut drauf. Sie schnauft zwar ein bisschen, aber Erkältung, alles überwunden? Ja, ne? Ja. Macht nichts. Hachi, sag ich nur, ne? Hachi sagt die nächste Gruppe auch, denn sie werden mit auf der Horner Rennbahn sein. Viel Spaß! Hier ist John Law, Ernst und Tremors, Platz 2 mit Cream of Hope! Und yeah, that's my queen. Well, I love my queen.
super, super, kann ich nur sagen. Und jetzt habe ich ihn hier und er ist ganz, ganz glücklich. Unseren Preisträger Platz 1, zweimal geworden, ist richtig? Ja. Zweimal, heute schaltest du leider aus. 013 78 66 67 plus die Endziffern. Wie gesagt, John Law und The Tremors, eben gerade gehört, die können Sie noch mal wählen und die können Sie auch live auf der Horner Rennbahn erleben. Dich auch, ne? Ja, bin ich dabei. Wunderbar. Und das ist ja ein richtiger Hit geworden. Ich suche nach einer Country Lady. Den werden wir jetzt heute hier präsentieren zum letzten Mal. Du bist in der Mache schon wieder nach neuen Titeln, ne? Ja, ich habe was in Vorbereitung. Und vielleicht sehen wir uns hier nochmal wieder im Fernsehen, da zu Hause. Hallo. Genau. Auf jeden Fall. Und auf der Hornbach Rennbahn wird er mit dabei sein. Sie können noch anrufen. 728 1700. Geld sparen vielleicht 25 Euro, nur 10 Euro. Wenn Sie clever sind, rufen Sie an. Machen Sie mit. Und machen Sie mit bei Hardy. Er sucht nach einer Country Lady. Viel Spaß. Hier ist Hardy. Auf geht's. Jedes Wochenende ging ich ins Herz zu fahren und suchte nach der Partnerin, doch keine war mein Fall. Sie waren meistens lieb und nett, nur leider nicht mal du. Und sagte ich bisher noch nie, mein Schatz, ich hab dich lieb. Doch eines weiß ich sicher, und ich spür es genau, ich finde eines Tags für mich bestimmt ne Country-Frau. So ging es ein paar Jahre, ich schaute kreuz und quer, wo krieg ich bloß verdammt noch mal ne Country-Lady hin? Zu Maffei oder Petri, da tanzen sie mit Lust. Doch gab es Country-Music, dann stets der große Frust. Das ist ein Traumgirl, sag ich mir, und baggerte sie. Ich such an der Kampi-Lady mit einem Kauberhut, die zu mir passt und Kampi-Musik liegt. Das wäre gut, weil ihre Lieblingsige, ich spür es genau. Du bist die Richtige für mich, werd meine Kampi-Frau. Sind jetzt glücklich als schwer verliebtes Paar. Sind sie ihrem Cowboy-Hut auf, denk ich dran, wie's einmal war. Ich such den anderen Country-Lady mit einem Cowboy-Hut, die zu mir passt und Country-Musik liebt. Das wäre gut, weil hier war ich mir sicher, ich spürte es genau. Darum bist du auch heute für mich meine Country-Frau. Bist du auch heute für mich meine Country-Frau? Ich suche nach einer Country Lady. Hallo Hardy, danke dir, herzlichen Dank. Wir kommen noch einmal zu unseren Partnern und zwar genauer gesagt, unsere Partner sagen wir Dankeschön, denn heute hier bei Möbel Schulenburg ist richtig was los und sagen Dankeschön der Dittmarscher Brauerei, dem Hamburger Wochenblatt, Schulenburg natürlich, das Shopping Center schlechthin, das Einrichtung Shopping Center, dem Rahlstedt Center, Weiland, dem Knüllermarkt, Lebersaar, Feldmann und natürlich unser Gastgeber Schulenburg sagen wir ein herzliches Dankeschön und Grüezi rüber. Jetzt kommt eine Gruppe, die war jahrelang im Star Club, immer rauf und runter gespielt. Sie waren auch schon auf der Horner Rennbahn. Da waren sie richtig toll drauf vor einigen Jahren. Und da haben wir gesagt, die laden wir wieder ein zur Horner Rennbahn. Sie können noch Karten ordern unter 728 1700. Es gibt noch ein paar Karten, weil die Aktion ausläuft. Zum Sonderpreis von 10 Euro statt 25 Euro. Also schnell heute Abend noch ordern, Hörer greifen und anrufen. Und dann haben sie einen Titel gemacht, den kennen Sie alle. Ein Riesensound. Ich verrate hinterher, wie die Originalversion heißt. Sie sagen jetzt,
Else ist weg. Und den singen sie auch auf der Rennbahn. Viel Spaß. Hier ist die Rede von The Needles. International wird's jetzt. Weg. Die Needles. Früher waren sie im Star Club ja richtig erfolgreich. Mit allen bekannten Stars waren sie im Hamburger Star Club und sie werden mit dabei sein auf der Horner Rennbahn. Noch können sie Karten sparen. Die Aktion läuft ja die nächsten Tage aus. Also wenn sie noch Geld sparen wollen, dann schnell anrufen. Statt 25 Euro nur 10 Euro die Wochenendkarte vom 13. bis zum 15. Mai geht das Ganze um. Wenn man das pro Tag umrechnet, sind das 3,33 Euro mit Haupttribüne, mit allen drum und dran, 7,28, 17,00. Es gibt noch wenige Karten und die Aktion für diesen Sonderpreis läuft ab. Wie gesagt, statt 25 Euro die Wochenendkarte nur 10 Euro, wenn Sie anrufen, für alle Zuschauer des Fernsehens. Wir kommen zum Knüllermarkt. Unser Partner hat wieder zugeschlagen, hat frische Ware bekommen. Der Knüllermarkt in Glinde ist wieder für Sie aktiv in der Möllner Landstraße 128. Wir zeigen Ihnen ein paar Bilder dazu, denn Sie können den Knüllermarkt auch unter www.knüllermarkt-glinde.de im Internet sehen. Schon seit 16 Jahren sind Sie erfolgreich in Glinde, haben tolle Sonderposten. Ich kaufe selbst häufig
sich ein dort. Lebensmittel, frisches Obst, Gemüse, Wurstwaren, Getränke, Markendrogerieartikel, Bastelartikel, Textilien, Strümpfe, Seidenblumen, Bücher, ja, Getränke aller Art, Batterien, alles hochwertige Weine, alles ist vertreten, der Preis zählt, also unbedingt vorbeischauen zum Knüllermarkt nach Glinde, www.knüllermarkt-glinde.de natürlich, und in der Möllner Landstraße 128 sitzen Sie ja, schauen Sie unbedingt mal vorbei, und heute Abend können Sie auch noch ins Internet gehen. Wir kommen zu den Melkern, und die sagen jetzt nicht nur, dass sie beim Superfest der Country Music dabei sein werden, denn sie können ja noch Geld sparen unter 7:28, 17:00 die Wochenendkarte für ganze 10 Euro statt 25, und da sollten sie unbedingt mitmachen, ein paar haben wir noch, dann läuft die Aktion aus. Hier kommt ihr großer Klassiker, und den haben wir viel im Rundfunk gehört, denn viele, viele Jahre habe ich ihn im Rundfunk präsentiert und auch zum Hit gemacht. Help Me Melken, noch nie in der Hitparade, in dieser Fernsehhitparade, jetzt zum ersten Mal. Help Me Melken, die Melker, bitteschön. Stell die Forke an die Wand, nimm den Eimer in die Hand, und schon sind wir zwei bereit. Help me melken through the night. Yeah. Jeder greift sich eine Kuh, die eine nehm ich, die andere nimmst du. Und so zupfen wir zu zweit. Help me melken through the night. Und dann gotta strip, strip, strip. Ruckzuck ist der Eimer voll. Und ich mag mir keine Sorgen, was ich bis morgen tun soll. Bis der neue Tag erwacht, melken wir so durch die Nacht. Na, ist der Morgen auch noch weit? Help me melken through the night. Strip, strip, strip. Ruckzuck ist der Eimer voll. Und ich mag mir keine Sorgen, was ich bis morgen tun soll. Bis der neue Tag erwacht, melken wir so durch die Nacht. Ist der Morgen auch noch weit? Help me melken through the night. Help me melken through the night. Help me melken through the night. Help me melken. Die Melker können Sie natürlich auch wählen in unserer späteren TED-Wahl. Und die Melker werden mit dabei sein beim Superfest der Country Music vom 13. bis zum 15. Mai. Da sollten Sie dabei sein. Drei tolle Tage. Die Karte gibt es heute für 10 Euro statt 25 unter Hamburg 7:28, 17:00. Unbedingt jetzt anrufen. Die Aktion endet ja bald und viele, viele tausend Leute haben sich schon eine Karte geholt. Also unbedingt dabei sein. 7:28, 17:00. Ich habe einen Preisträger hier, den Gastgeber, den Verkaufs Direktor des Hauses Möbel Schulenburg, immer einen neuen Titel für dich. Ne? Wunderbar. Wolfgang Knob, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, und wir freuen uns, dass wir wieder Gastgeber und Haupt einer tollen Sendung sein dürfen. Wunderbar, und wir werden ja noch zweimal in diesem Jahr hier erscheinen sozusagen mit einer Hafenbar, genauer gesagt am 11. September sind wir wieder hier zu Gast. Das ist schon mal eine eigene Sache als Vorwerbung, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber das eine oder andere Mal sehen wir uns ja auch dann noch in den Trailern. Ich freue mich ganz besonders, denn ihr seid ausgezeichnet worden. Erzähl doch mal ganz kurz, Wolfgang, was ist da passiert? Ja, wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen. Es wurden knapp 130 Möbelhäuser bundesweit getestet auf Kunden- und Serviceorientierung. Es gab 8 Gewinner
Und einer dieser Gewinner sind wir. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir solch ein gutes Haus mit solch einer Serviceorientierung haben. Das ist super. Wie wird man Preisträger? Man bewirbt sich oder die Fachzeitschrift, habe ich gerade gelesen, Möbelmarkt, zeichnet euch aus, nicht? Ja, richtig. Wir sind getestet worden vom Eingang bis zur Auslieferung und Reklamationsbehebung und haben da einen Spitzenplatz belegen können. Und da seid ihr im Norden so das einzige Möbelhaus, ne, kann man sagen, nicht? Ja, mit Möbelpark Sachsenwald zusammen. Mhm, wunderbar. Naja, die Kollegen haben dann auch mal zugeschlagen. Aber das ist ein gutes Ergebnis, ne? Da kann man richtig froh sein. Also der Kunde ist bei euch toll beraten. Das merkt man immer, wie der Service stimmt, das Café stimmt, der Eingang stimmt. Hier ist alles okay, ne? Ja, und wir freuen uns, dass die Kunden uns so gut beurteilen, dass sie nicht nur günstig, sondern eben auch service- und kundenorientiert bei uns einkaufen können. Was mir aufgefallen ist, was bei vielen Möbelhäusern nicht der Fall ist, dass ihr unwahrscheinlich viele Parkplätze habt. Man kann toll parken, Tiefgarage, alles ist da, die Meile ist ja hier verpflichtet ja zum Einkaufen. Das ist an und für sich auch ein Vorteil für alle Fernsehzuschauer, die von außerhalb kommen, die jetzt mal aus, ich sag mal, aus der Mühle kommen oder von sonst wo, die finden hier einen Parkplatz. Ne? Ja, richtig. Und kostenlose Parkplätze, das ist wahrscheinlich besonders wichtig. Das ist gut, ja. Jetzt kommen wir noch mal ganz auf ein ganz anderes Thema, denn der Hamburger Sportverein macht mit euch auch so einige Dinge. Wir werden demnächst ja im Stadion zu sehen sein. Genauer gesagt, alle Stadionfreunde werden euch erleben, werden uns beide auch erleben. Was passiert da denn? Es ist ein Benefizspiel geplant, nicht? Ja, ich habe ein Benefizspiel mit dem HSV bzw. mit der Traditionsmannschaft vereinbaren können. Zugunsten der Überlebenden der Flutkatastrophe in Südostasien. Das Spiel findet am 24.04. um 11 Uhr beim SC Pinneberg an der Ra statt. Es haben viele Sponsoren schon zugesagt, unter anderem die Sparda Bank, Pioneer und Schibo. Wunderbar. Am 24.04. ist es soweit in Pinneberg auf dem Sportplatz, nicht? Und da spielt dann Pinneberg gegen den HSV, nicht? Nicht ganz HSV-Traditionsmannschaft gegen die Möbel Schulenburg Allstars, nämlich gegen uns, krummbeinig, aber wir werden uns große Mühe geben. Also mein Tipp jetzt mal sporthalber 2-2, wäre das in Ordnung? Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir doch einen knappen Sieg landen werden. Und da werden viele bekannte HSV-Spieler dabei sein, nicht? Ja, unter anderem Manfred Kaltz, Horst Rubisch, Rodolfo Cardoso, vielleicht Thomas Doll. Wir freuen uns auf die Mannschaft. Herr Doll, Sie haben die Sendung gesehen, seien Sie dabei. 24.04., 11 Uhr geht's los. Gibt ein bisschen was zu knabbern da auch, nicht? Ja, es wird also ein Riesenshowprogramm geben, nicht nur das Fußballspiel. Wir werden die Gäste mit tollen Überraschungen erwarten, mit amerikanischer Versteigerung, mit Tombola. Eintritt 5 Euro, im Vorverkauf 5,50 Euro bei uns oder beim SC Pinneberg. Und der gesamte Gewinn wird den Opfern in Thailand zur Verfügung gestellt. Wir haben dort schon sehr gute Kontakte, sodass wir das Geld dort direkt verteilen werden und nicht über irgendwelche Organisationen. Wunderbar, blenden wir auch ein für Sie. Wir kommen noch mal ganz kurz auf Möbel Schulenburg zu sprechen. Gibt es da momentan wieder tolle Angebote? Die habt ihr ja immer, Prozente über Prozente gibt es hier. Aber ihr seid ja auch von euren Grundpreisen schon sehr, sehr günstig und gut natürlich. Gibt es da was, ein Highlight in diesem Monat im März, wo man sagen kann, das würde ich mir unbedingt mal anschauen, Küchen oder Teppiche, in welcher Richtung tendiert ihr? Wo geht der Trend hin? Ja, es entstehen mehrere neue Studios bei uns zum Thema Polstermöbel, Wellness. Da werden die Leute sicherlich tolle Sachen hier erleben. Die Neuheiten von der Messe aus Köln fließen natürlich auch mit ein. Und unser Thema Granit-Hausmarke. Man kann bei uns Granit zum Preis von Kunststoff-Arbeitsplatten erwerben. Das ist super, ganz toll. Also schauen Sie unbedingt mal vorbei zu Möbel Schulenburg und Auszeichnung, das darf man immer noch mal sagen. Wir blenden die Auszeichnung ja noch mal ein. Da freut ihr euch ganz besonders, so vom Möbelmarkt ausgezeichnet. Und das hält dann so ein Jahr und dann gibt es nächstes Jahr wieder eine Auszeichnung, oder nicht? Richtig, es wird für ein Jahr vergeben. Wir werden sicherlich in einigen Bereichen noch besser werden, damit dieser Preis dann noch souveräner errungen wird. Genau. Und in den nächsten Trailern werden Sie ja auch diesen jungen Mann wieder erleben. Wir haben ja schon gesehen und wir verspielen ja heute auch wieder bei unserer TET-Wahl unter 013 78 66 67 plus die Endziffern. Wieder mal viele Gutscheine von Möbel Schulenburg, immer diese 50er-Gutscheine, die kennen Sie ja schon. Und da sollten Sie unbedingt dabei sein, auch noch weitere tolle Preise. Ich weiß nicht, du bist ja super glücklich verheiratet, kann man sagen. Liebeskummer lohnt sich nicht, kommt jetzt. Hast du das schon mal erlebt, Liebeskummer lohnt sich nicht? Ja, das ist aber schon so lange her, da muss ich tollen Sebulizitin trinken, um mich daran erinnern zu können. Okay, das ist auch okay. Wir können ja alles frei sagen. Ich nehme immer Galama, da werde ich ganz ruhig von. Und außerdem nochmal die Auszeichnung Möbel Schulenburg, die 1 im Norden. Das sollte gesagt sein. Wir kommen zu Mona, die sagt, Liebeskummer lohnt sich nicht. Ich würde sagen, Liebeskummer lohnt sich auch nicht und dann trinkt man auch mal ein Bier drauf. Prosit alle zusammen. Wir wünschen Ihnen hier von Möbel Schulenburg alles Gute. Demnächst sind wir wieder hier mit zwei Sendungen. Möbel Schulenburg verpflichtet. Prost. Mona, Liebeskummer lohnt sich nicht. Bitteschön.
Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie mit Jungfern vis-à-vis. Doch dann flog er in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Sie träumte nur von ihm, zum ersten Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei, da konnte sie es lange nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, schade um die Tränen in der Nacht. Lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun gehen sie durch ein Leben voller Glück und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit. Dann denkt sie an das alte Lied zurück. Mein Darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Dankeschön, Mona, herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu einem Sänger aus Mecklenburg-Vorpommern, der richtig tolle Texte macht und hat einen Titel mitgebracht, der heißt Durch die Lande ziehen, deutsche Version von On the Road Again. Bitte schön, hier ist für Sie Wolfgang Knipp. Auf geht's. Lande ziehen, aus dem Alltag in die Freiheit fliehen, mit dem Daumen auf in starke Windmarschie. Ich mit wieder mal durch die Lande ziehen, durch die Lande ziehen, auf Entdeckungsreise will ich gehen und den stolzen Adler in den Wolken sehen. Ich mit wieder mal durch die Lande ziehen. Durch die Lande ziehen, auf dem Pferderücken mal durch Wald und Heide. Und die Träume gehen hoch zum Himmel, der ist so wie blaue Seide. Für uns beide. Durch die Lande ziehen und den Windball um die Nase spüren, wo am Firmament die Sterne anders glühen. Ich möcht wieder mal durch die Lande ziehen. Weißt du, ab und zu muss ich einfach raus und stehst du mal was anderes sehen als Häuserwände und Computer. An Blumen riechen, dein Haar damit schmücken. Und im Sommerwind lassen wir die Pferde grasen und schlafen im Heu. Kommst du mit, mein Schatz? Durch die Lande ziehen, auf den Pferderücken, mal durch Wald und Heide. Und die Träume gehen hoch zum Himmel, der ist so wie blaue Seide. Für uns beide. Durch die Lande ziehen und den Windball um die Nase spüren,
am Firmament die Sterne anders blühen. Ich möcht wieder mal durch die Lande ziehen. Ich möcht wieder mal durch die Lande ziehen. Ich möcht wieder mal durch die Lande ziehen.